Der islamistische Terrorist Anis Amri soll bei seinem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin 2016 einen Komplizen gehabt haben. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Focus. Laut Focus soll es sich dabei um Bilal A. handeln, einen Agenten des marokkanischen Geheimdienstes. Bilal A. wurde nachweislich rund 2 Monate nach dem Anschlag ausgeflogen. Der Focus berichtet nun, die Entscheidung über seine Abschiebung sei schon 9 Tage nach der Tat am Breitscheidplatz auf politischer Ebene gefallen. Dadurch habe die Verstrickung des Agenten womöglich vertuscht werden sollen. Der Focus beruft sich auf geheime Ermittlungsakten und Aufzeichnungen einer Überwachungskamera. Darauf soll zu sehen sein, wie Bilal A. einen Zeugen mit einem Kantholz niederschlägt, um dem Täter Anis Amri die Flucht zu ermöglichen. Das Opfer des Schlags liege noch heute im Koma. Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele äußerte sich gegenüber T-Online besorgt darüber, dass scheinbar Ermittlungsunterlagen und Filmmaterial von den Behörden zurückgehalten worden seien. Nach der laut Ströbele ungewöhnlich schnellen Abschiebung des mutmaßlichen Amri-Helfers hofft der Grünen-Politiker, dass Licht ins Dunkel kommt. Der abgelehnte Asylbewerber Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen gekapert und war damit in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Dabei hatte er 12 Menschen getötet. Nach dem Anschlag konnte er nach Italien fliehen, wo er von der Polizei erschossen wurde.